Vor einigen hundert Jahren befreite ein unbekannter Gaukler eine Stadt von einer furchtbaren Rattenplage. Als die Bürger ihm den versprochenen Lohn nicht zahlten, folgten alle Kinder der Stadt den verführerischen Klängen seiner Flöte, mit der er auch die Ratten aus der Stadt gelockt hatte. Der Rattenfänger und alle Kinder verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Wer war dieser Mann? Wohin ist er entschwunden? Ist er wirklich nie wieder aufgetaucht?